Jo, Freunde, Mahlzeit. Willkommen zum Vortrag Joomla als CCK. Also ich zeige euch heute ein bisschen, wie wir mit Overrides und Content-Typen da sowas realisieren. Ja, erstmal zu meiner Person. Ich bin der ausgewiesene Fifikus, Kiki Schöning. Fragt mich jetzt nicht, wie ich Fifikus definieren würde, ist jetzt nicht so wichtig. Manche kennen mich vielleicht durch meinen YouTube-Channel zum Thema Joomla. Ich bin mittlerweile leider 40, den Bart habe ich jetzt abrasiert, damit ich nicht mehr aussehe wie so ein Opa. Geschieden, ein Kind, kein Haus, kein Boot, kein Hamster, aber zwei Dackel. Und ich habe PowerPoint im Rahmen dieser Präsentationserstellung hassen gelernt. Ja, das sind die beiden Kampfmaschinen. Ich muss dich einfach mal zeigen, damit ich auch ein süßes Bild habe. Ja, was ist ein CCK und was soll das überhaupt? Also kann irgendjemand von euch mit dem Begriff CCK, also Content Construction Kit, überhaupt irgendwas anfangen? Okay, ein paar wissen schon, was das ist, ne? Okay, ja, also ihr erinnert euch vielleicht, also bevor es Sablord K2 und diese ganzen Component-Bilder gab, also da, so erinnere ich mich jedenfalls daran, hat man eigentlich für jeden Scheiß irgendwie eine Komponente runtergeladen. Ob man jetzt einen Kalender brauchte, eine Rezeptverwaltung oder irgendwas für Autos. Man hat eigentlich immer geguckt, gibt es irgendwas, was passend zu meinem Thema ist, und das lade ich mir jetzt runter. So, aber das hatte natürlich total oft auch den Nachteil, vor allem für die Kunden. Also ich sehe das immer aus Kundensicht, wenn die sich im Backend bewegen, dass halt diese ganzen Erweiterungen zum Teil völlig unterschiedliche Aussehen hatten. Also da sage ich jetzt mal einfach, glaube ich, zum Beispiel die Foca Gallery sieht wieder ganz anders aus als zum Beispiel Virtuomart oder HikaShop oder so. Das heißt, man musste sich immer wieder in jede Erweiterung teilweise neu einarbeiten und den Kunden auch versuchen zu erklären, wie können die damit jetzt irgendwie vernünftig umgehen. Und mit einem CCK hat der Entwickler, also zum Beispiel mit Sablord oder K2 oder so, hat der Entwickler die Möglichkeit, eigene Felder und Eingabenmasken für jeden Inhaltstyp völlig frei zu erstellen. Also heißt, so kann man zum Beispiel verschiedene Inhaltstypen wie jetzt Rezepte, Autos, ein Wiki oder sowas für den User auf Redakteursebene alle in einem gleichen Look and Feel darstellen. Das war für mich halt immer besonders wichtig, weil ich den Leuten dann nicht erklären muss, dass das jetzt auf einmal anders aussieht, sondern irgendwie fühlt sich immer alles gleich an. So, und bei diesen ganzen Content Construction Kits ist es halt vor allem so, dass die Ein- und Ausgabe für jeden Inhaltstyp speziell angepasst werden kann. Also ihr könnt euch diese Eingabemasken, die Inhaltsformulare selbst zusammenbauen und halt eben auch die Ausgabe, die im Frontend dann gezeigt werden soll. Ja, und die bekanntesten CCKs, die mir so eingefallen sind, sind K2 und Sablord. Mit denen habe ich tatsächlich auch viel gemacht. Also vielleicht kennen einige meiner ganzen Sablord-Videos auf YouTube. Fabrik und Crosstech habe ich jetzt nur mal gegoogelt, aber selber tatsächlich noch nie so wirklich eingesetzt. Wir gucken uns jetzt mal im nächsten Bild einmal kurz an, wie so ein CCK, so eine Eingabemaske jetzt zum Beispiel bei Sablord aussieht. Hier ist das dann einfach so eine Release-App von so einem Plattenlabel. Das heißt, hier werden dann einfach eingetragen die Künstler, die bei denen vertrieben werden. Also man sieht schon, wie das dann aussieht. Also im Endeffekt, wer sich mit Joomla auskennt und schon mal einen Joomla-Artikel geschrieben hat, wird mit dieser Eingabemaske auch klarkommen. Das ist ja dann relativ einfach. Ich kann die Felder direkt so benennen, wie der Kunde sie haben möchte. Und ja, man sieht, also sieht, denke ich mal, relativ einfach aus. Beim zweiten sehen wir jetzt mal, wie das Ganze bei dem Construction Kit K2 aussieht. Da ist wieder analog genau dasselbe. Ihr seht auf diesen beiden Screenshots, dass die sich relativ gleichen. Das heißt also, wenn man jetzt hingehen würde und eine komplette Seite auf K2 aufbauen würde und den Redakteur darin einweisen würde, gehe ich davon aus, dass er diese Redundanz da so ein bisschen erkennt und dass man sieht, ach, alles klar, da finde ich mich zurecht. Jetzt bei dem einen trage ich ein Ja ein, bei dem anderen irgendwie ein Konzerttitel oder. Also das dann mal als Beispiel zu K2. Und jetzt haben wir hier einmal das, was wir heute uns zusammen anschauen werden, nämlich halt, wie mache ich das Ganze jetzt nur auf Joomla Core Basis, also ohne irgendeine Erweiterung zu installieren oder sonst irgendwas, wie baue ich mir das so um, dass ich im Endeffekt die gleichen oder ähnliche Funktionalitäten habe, die ich mit einem Content Construction Kit auch machen kann. Und so sieht das jetzt hier halt aus. Ihr seht also, im Moment habe ich den ganz normalen, dieses ganz normale Artikelformular, weil ich so ein bisschen umgebaut habe, da kommen wir gleich noch zu, aber ihr seht, ihr habt alle Felder auf einen Blick und wir haben hier auf der rechten Seite diese, oh, komme ich da überhaupt hin mit der Maus? Ne, komme ich nicht. Auf der rechten Seite seht ihr die Kategorie, die habe ich so ein bisschen gelb gemacht. Das heißt also, wir nehmen als Unterscheidungsmerkmal für unsere Inhaltstypen tatsächlich die Kategorien. Das heißt also, wenn wir jetzt Rezepte auswählen, haben wir diese Eingabemaske. Wenn wir jetzt Wiki oder irgendwas anderes auswählen, je nachdem, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was ich da gebaut habe, ich glaube Blog, dann haben wir da
wieder ganz andere Eingabe, also wieder ganz andere Felder, aber es sieht vom Look and Feel her exakt gleich aus. Und ich würde mal sagen, vergleichbar ist das Ganze so ein bisschen mit diesem Dropdown bei K2. Also ich würde mal sagen, dieses CCK auf Joomla-Basis kommt dem CCK mit K2 am nächsten. Ja, also bevor ich dann aber da dran gehe, also früher habe ich tatsächlich immer für jeden Scheiß einfach direkt Zablot installiert. Damit kam ich ganz gut klar. Das heißt, ich habe mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe einfach sofort Joomla installiert, Zablot drauf und ab geht die Maus. So, und jetzt mittlerweile ist das ein bisschen anders. Ich gucke also vorher erstmal, welche Arten von Inhalten habe ich überhaupt auf der Seite? Kriege ich die mit Joomla alleine hin? Oder muss ich halt irgendwas runterladen? Und dann der nächste Punkt, den ich mir immer frage, muss ich das Rad jetzt wirklich neu erfinden? Also zum Beispiel gab es letztens so eine Sache, wo man so einen Katalog aufbauen sollte, der gefiltert werden sollte. Kann ich natürlich geil mit Zablot machen, aber warum soll ich mit Zablot den ganzen Krams jetzt aufbauen, wenn es das Ganze gleich gut schon tatsächlich von DJ Catalog heißt das, glaube ich, gibt. Also manchmal, worauf ich damit hinaus will, ist, manchmal macht es nicht unbedingt Sinn, sich einen ganzen Tag oder zwei oder drei Tage hinzusetzen, irgendwas Eigenes zu entwickeln, wenn es das Ganze schon gibt und relativ einfach anpassbar ist. Ja, so ein bisschen die Überlegung, die gleichzeitig für mich auch mit reinzählt, wie ist das mit der Übersichtlichkeit, wenn wir für alle Datentypen, also für alle unsere Entities oder Contents, immer nur die Beiträge nehmen. Also ihr kennt das dann selber, sagen wir jetzt, ich habe jetzt 500 Autos drin, 200 Schallplatten und 30 Menschen, dann haben wir da eine ganz schön lange Liste von Beiträgen. Das kann manchmal vielleicht ein bisschen blöd sein, allerdings, da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, wir können das Ganze natürlich auch vorher strukturell filtern. Allerdings war das früher, wo man das noch nicht ganz so gut filtern konnte, manchmal blöd, wenn man alles zum Beispiel mit Zablot auf Artikeln aufgebaut hat und auf einmal irgendwie 700 unterschiedliche Artikel da drin hat, die alle unterschiedliche Entities sind. Ja, und was halt da manchmal auch zum Problem werden kann, wenn man tatsächlich aus welchen Gründen auch immer irgendwie eigene Tabellen braucht, weil man die Daten zum Beispiel exportieren will oder dem Kunden eine CSV zur Verfügung stellen will, sonst wie auch immer, dann müsste man sich auch überlegen, ist das jetzt wirklich sinnvoll, das auf Beiträge, auf Content aufzubauen, weil ja dann wirklich alles in dieser einen einzigen Tabelle landet. Ja, und dann die letzte Frage, macht das Sinn pro Contra, ne, passt das Budget? Sind eventuell manche Erweiterungen kostenpflichtig, wo ich mir dann so eine monatliche Subscription sparen würde für den Kunden oder wie auch immer. Oder das nächste zum Beispiel, ist eine andere Erweiterung vielleicht einfach grundsätzlich besser als das, was ich gerade vorhabe zu bauen. Also ich sitze jetzt nicht zu Hause und überlege mir 500 Stunden lang, ach kacke, wie mache ich das jetzt genau und welche Sachen kommen davon, treffen auf mich genau zu. Aber ich versuche zumindest einmal grob zu überlegen, gibt es irgendwas, was ich halt nutzen kann oder setze ich mir jetzt wirklich hin und mache das alles neu. Und ist der Kunde eigentlich auch überhaupt bereit, dazu zu bezahlen und schätzt er das überhaupt, was ich da gemacht habe? Ne? Oh, scheiße, jetzt ist ja meine Maus ausgegangen. Ja, dann kommen wir noch mal eben ganz kurz, also das ist jetzt erstmal so eine kleine Einleitung noch, bevor wir überhaupt ans Eingemachte kommen. Also ein bisschen Pro- und Contra-Bordmittel, also quasi alles nur mit Joomla Core zu machen. Also ihr habt einen sauberen und aufgeräumten Code vorausgesetzt. Ihr habt den auch sauber und aufgeräumt geschrieben. Also natürlich, also dann, manchmal gelingt mir das nicht so gut, manchmal ein bisschen besser. Ich glaube, dem Nils und anderen Kollegen, die schreiben immer sauberen Code. Aber ja, es liegt natürlich an euch, den vernünftig so zu machen. Der nächste Punkt für mich ein ganz klarer Pro ist, wir haben nur die benötigten Funktionen drin. Also zum Beispiel keine irgendwelche Page-Builder, JavaScript oder sonst irgendeinen anderen Käse, sondern wir bauen wirklich nur exakt das ein, was wir brauchen. Ja, dann dadurch halt einfach bessere Wartbarkeit. Also bei den ganzen Systemen, die ich so aufgebaut habe, weiß ich halt einfach, wenn ein Joomla-Update kommt, ich brauche vorher eigentlich noch nicht mal unbedingt ein Backup machen. Ich kann einfach auf den Update-Knopf drücken und das läuft einfach durch. Klar mache ich natürlich vorher eins, aber ich weiß, ich bräuchte das eigentlich nicht machen, weil bisher hat das auf Joomla-Basis ohne Erweiterung hatte ich da noch nie irgendwelche Probleme. Ja, und der nächste Pro-Punkt wäre halt keine Zusatzkosten durch Erweiterung. Muss man sich aber, wie ich gerade schon gesagt habe, gucken, ob die Eigenentwicklung dem, was dem gegenübersteht, ne? Ja, Contra, je nach Funktionalität, eine ganze Menge Handarbeit und wenn man sich da wirklich dran setzen will und das auf Joomla Core Basis machen will, sollte man sich halt mit Joomla und PHP schon ein bisschen auskennen, sonst macht das Ganze keinen Sinn, sonst braucht man da gar nicht großartig rumwursteln. Und der nächste Punkt, was halt manchmal ein bisschen doof sein kann, sind halt Filterungen und Abhängigkeiten, die können unter Umständen schwer umsetzbar sein, wenn man halt nicht genau die Daten bekommt, die man eigentlich haben möchte oder so. Also da kann es gegebenenfalls auch sinnvoll sein, das selber zu machen. Und der nächste Punkt wäre halt, wenn ihr eigene Tabellen in der Datenbank braucht, dann geht das natürlich so auch nicht. Ja,
Dann nochmal eben ganz kurz zu den Erweiterungen. Also zum Beispiel jetzt bezogen auf Sablot, weil ich damit halt eben super viel gemacht habe, das ist für mich ein ganz klares Pro. Wenn ich aus irgendeinem Grund eine eigene Datenbank haben wollte, zum Beispiel, weil ich eine Telefonliste aufbauen wollte mit 600 Telefonkontakten, dann kann ich mit Sablot zum Beispiel hingehen und das in eine komplett eigene Datenbank und eine eigene Datenstruktur speichern lassen. Ist halt immer die Frage, ob man das braucht oder nicht. Dann auch wieder zum Beispiel Sablot, es gibt da schon gute Such- und Filtermöglichkeiten, die auch teilweise schon Ajax-basiert sind. Es gibt Feldabhängigkeiten und teilweise auch bei Sablot und K2 eine ganze Menge an guter Plugins. Also heißt es für mich ganz klar ein Pro-Punkt. Der Kontrapunkt ist aber zum Beispiel, ich rede jetzt immer wieder sehr oft von Sablot, weil ich damit halt mich eben recht gut auskenne. Und Sablot verändert halt das Kernverhalten von Joomla. Wenn ihr euch einmal die CCK-Core-Tabelle zerschossen habt, dann ist die ganze Seite im Arsch. Das heißt also, wenn sie die verändern, da wirklich das ganze System, das ist für mich manchmal die Sache auch gewesen, boah, soll ich das jetzt wirklich machen, nur für so einen kleinen Task extra Sablot drauf zu ballern und den ganzen Core irgendwie so ein bisschen zu verändern. Daraus resultiert auch, dass Updates schwieriger werden, weil teilweise die Jungs von Octopus gar nicht schnell genug nachgekommen sind mit den Updates von Sablot. Das heißt, teilweise hast du dann Joomla geupdatet und das Sablot konnte nicht geupdatet werden und die ganze Seite ging nicht mehr. Also heißt, Updates können schwierig werden und auch diese Einrichtung von dem von Sablot und diesen Content Types ist nicht unbedingt einsteigerfreundlich. Also ich habe wirklich damals echt lange darum rumgeeiert, bis ich da so drinne war. Und man hat halt viele teilweise ungenutzte Skripte und Funktionen, weil einfach alles irgendwie mitgeladen wird, ob man es jetzt braucht oder nicht. Was ich mir dann auch immer frage, also bevor ich mich entscheide, irgendwie dann mit Custom Fields rumzueiern oder sonst irgendwas zu machen, ich gucke mir erstmal an, ganz wichtig für mich sind die Standardkomponenten, weil die vergisst man immer so ganz gerne. Also ich habe tatsächlich in meinen ganzen ersten Jahren nicht ein einziges Mal mit der Kontakte- oder mit der Schlagwortkomponente gearbeitet und habe die auch gar nicht so wirklich richtig wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber umso öfter ich mir das dann angeguckt habe, dann bin ich so hingegangen und habe gedacht, wenn ich jetzt irgendwas mit Benutzern brauche, zum Beispiel eine Darstellung von einem Team auf einer Internetseite, dann baue ich mir jetzt da nicht neu irgendwie so eine Teamverwaltung auf, dafür nehme ich die Kontakte in Verbindung mit den Usern. Also heißt, worauf ich hinaus will, ist, ich gucke mir vorher erstmal an, welche Sachen gibt es in Joomla und was kann ich dafür vielleicht schon benutzen für mein Ziel. Also selbst wenn ich jetzt nicht unbedingt menschennah eintragen will, sondern ich will eine Haustierverwaltung machen, dann könnte theoretisch, wenn mir die Felder gefallen, könnte sein, dass ich dann sagen würde, ach, weißt du was, das geht doch mit der Kontaktekomponente, ich muss mir die einfach so ein bisschen anpassen. Worauf ich halt hinaus will, ist also, bevor ich das Ganze dann umbastle mit Custom Fields und so, checke ich halt erstmal ab, passt eine von den Joomla Standardkomponenten vielleicht schon für das, was ich vorhabe, weil der Vorteil ist, die sind halt schon alle im Joomla eigenen Standard aussehen, also die sind halt alle angepasst, wer sich mit Joomla auskennt, findet sich da auch da zurecht und man kann die zur Not auch mit einem Override im Backend noch ein bisschen anpassen. Vom Prinzip her, so steht es dann aber auch da, dann ist es aber eben kein CCK mehr, dann muss ich hier ganz klar sagen, dann ist es eben halt Standard Joomla mit allen Komponenten, die da drin sind, wenn man die auch wirklich vernünftig benutzt. Wollte ich halt einfach nur nochmal erwähnen, weil das tatsächlich, glaube, also ich habe das jetzt auch schon öfter gesehen, dass dann man sich einfach irgendwo eine Erweiterung runterlädt, obwohl eigentlich die gleiche Funktionalität irgendwo in irgendeiner Art und Weise in Joomla schon drin ist und man hätte gar keine Erweiterung wirklich gebraucht. So, jetzt kommen wir aber mal langsam zu einem Praxisbeispiel. Wir wollen uns ja auch angucken, wie setzt man das Ganze jetzt um. Und bei uns oder bei mir jetzt hier mache ich das an so einem Rezeptblock. Ich glaube, ich werde gar nicht die Zeit haben, den gleich mal zu zeigen, ist aber auch gar nicht so wichtig. Wir nutzen die Beiträge und die Kategorien, das hatte ich ja gerade schon gesagt, als Basis für unsere Inhaltstypen. Also Inhaltstypen sind für mich dann Entities, eben Rezepte, Wiki, Blog oder wie auch immer. Also jeder Datentyp ist dann für mich quasi auch ein Inhaltstyp und ich erstelle dann zum Beispiel für Wiki eine Kategorie, für Rezepte eine Kategorie, für den Blog und so weiter und so fort und erstelle dann für diese eigene Custom Fields für jede Kategorie und für jeden Inhaltstyp. Als nächstes lege ich dann die passenden Overrides an, damit wir also auch verschiedene Blog-Views, also heißt Listing-Views haben, damit wir verschiedene Listenausgaben machen können von unseren Rezepten oder sonst was, damit nicht alles gleich aussieht. Kann zwar gleich aussehen, muss aber nicht. Und wir bauen natürlich auch eigene Views für die Single-Ansicht, sodass ein Rezept halt eben grundsätzlich anders aussieht als ein Wiki-Artikel. Und wir haben es gerade ja schon angesprochen, ihr habt das gesehen auf dem ersten Foto von mir, dass ich einen kleinen Override für das Backend erzeugt habe, in dem die Felder nicht mehr in einem eigenen Reiter drin sind, sondern sich direkt vor das Editor-Fenster schalten, damit man dem User halt nicht sagen muss, ey, du musst erst auf die Felder klicken, sondern so sieht er direkt alles zusammen. Da kommen wir aber gleich nochmal zu.
Ja, Custom Fields gehen ab. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch, die hier sitzen, wahrscheinlich wissen, wie man Custom Fields anlegt. Allerdings habe ich den Vortrag in der User Group online schon mal gehalten und da habe ich gemerkt, gibt wohl doch welche, die das noch nicht so oft benutzt haben. Deswegen wollte ich zumindest kurz grob einmal zeigen, wie man das überhaupt macht, also wie man sich überhaupt so ein Feld anlegt oder welche Möglichkeiten es da gibt. Also ihr erreicht die über Beiträge, Felder und dann neues Feld erstellen. Ihr seht hier auf der rechten Seite in dem Screenshot, da habe ich nur schon mal dargestellt, wie viele unterschiedliche Feldtypen es eigentlich gibt. Da sind da zum Beispiel welche von der Elisa mit bei, dieses Icomoon-Ding oder wieder, ich weiß gar nicht, oder Iconlink-Ding. Und ich habe da irgendwie so einen User-Teil gebaut. Das heißt also, ihr könnt euch die ganzen Custom-Fields benutzen, die es in Joomla schon gibt. Ihr könnt aber auch theoretisch eigene schreiben, zum Beispiel einen Slider, ein Karussell oder sonst irgendwas. Aber tatsächlich muss ich auch sagen, das ist zwar total geil, das zu machen und für manche Leute bestimmt auch sinnvoll, die dann einfach so einen Slider da reinklicken können. Aber in den meisten Fällen hat bei mir fast immer bisher ein Textfeld gereicht. Also ich weiß gar nicht, wann ich mal irgendwann so ein anderes Feld eingesetzt habe. Meistens hat Beitrag, neues Feld, Text. Also ich habe ganz, ganz selten mal irgendwelche anderen Feldtypen. Ja. Und was wir dann auch machen müssen, das seht ihr im linken Screenshot. Ihr seht da, dass wir jetzt den Feldtyp, also zum Beispiel in diesem Fall unsere Zubereitungszeit, wie schon eben erwähnt, ein ganz normales Textfeld, dass wir das jetzt noch der jeweiligen Kategorie zuweisen. Das heißt also, hier sorgen wir jetzt dafür quasi schon, dass unser Backend-View für den Kunden so ein bisschen strukturierter wird. Das also heißt, wenn er im Backend ein Rezept eingeben will, er auch entsprechend nur die Felder bekommt, die er für die Rezepteingabe auch tatsächlich benötigt. Ja, dann kommen wir zu diesem Override. Den findet ihr auch auf der Seite von Viviana und Toni, die gestern ein Giotto gewonnen hat. Und da gibt es diesen Override zum Download. Das ist einfach so eine ZIP-Datei, die ihr euch runterladet. Und ihr seht schon hier, die macht halt nichts anderes, als die paar pimmeligen Felder einfach in diesen Inhaltsreiter reinpacken und den Felderreiter zu entfernen, damit man halt alles direkt auf einen Blick hat. Finde ich für mich tatsächlich sehr praktisch, weil ich so dem Kunden dann nicht erklären muss, wo die Felder sind. Ich meine, wäre auch jetzt nur ein Klick nach rechts gewesen, aber irgendwie hätte ich Bock, daran rumzubasteln. Hat funktioniert, also habe ich das jetzt auch so gelassen. Ja, auch das habe ich in dem Online-Vortrag schon gelernt. Manche Leute haben tatsächlich noch nie Overrides angelegt, deswegen ganz kleiner, schneller Exkurs. Also ihr geht auf Erweiterungen, Templates, geht dann hier auf die Templates, Details und Dateien, also in dem Fall seht ihr unten dieses WAR BT4 Template, dann bekommt ihr so ein neues Fenster, wo ihr jetzt alle Module, Komponenten, Plugins und Layouts drin habt und ihr könnt jetzt hier einfach einen Override erzeugen, indem ihr auf eine der Komponenten draufklickt, kann ich jetzt gerade nicht machen, weil es nur Screenshots sind, da seht ihr dann verschiedene Möglichkeiten, die ihr auswählen könnt, die werden dann aktiv auf, in euer Template reingepackt. Also das wäre der eine Weg, die zu erzeugen. Ich mache es tatsächlich halt immer nur so, ich habe keinen Bock meistens da reinzugehen. Ich mache es halt meistens direkt in PHP Storm und kopiere mir einfach aus dem Components-Ordner oder je nachdem einfach die entsprechenden Dateien, weil es für mich so schneller geht. Aber das ist eigentlich Jacke wie Hose, wie er das macht. Am Ende kommt in beiden Fällen das Gleiche raus. So, und was ich dann halt als erstes mache, gehen wir jetzt mal direkt davon aus, wir wollen jetzt dann unsere Rezepte darstellen. Das heißt, ich erstelle mir als allererstes einen Override für den Single View, für den Artikel View, der ja standardmäßig in com-content-artikel drinsteckt und dort Default heißt. Das heißt, den kopiere ich mir einfach und benenne den schon entsprechend so, wie ich den später haben will. Also zum Beispiel in dem Fall heißt meine Single-Datei dann eben Rezepte.php. So, dann erstelle ich die Overrides, die ich für die Kategorie brauche, also für mein List-View. Wir haben jetzt also quasi erstmal schon mal die Grundlage geschaffen, damit wir ein Single-Detail-View haben und als nächstes kommt jetzt der List-View und dafür mache ich einfach ein Duplikat von der Block-XML, der Block-PHP und der Block-Item-PHP. Die brauchen wir halt alle, um diese Listings vernünftig darzustellen und was ich halt dann mache, ihr seht es unten drunter schon, ich versuche halt grundsätzlich immer der Benamung von Joomla zu folgen, das heißt also, wenn ich so ein Listing-Item habe, dann nenne ich das halt auch Inhaltstyp-Item, also in dem Fall jetzt einfach mal beispielhaft Rezepte-Item. Ich denke, das ist soweit klar, ne? So, und dann haben wir jetzt hier diese berühmt-berüchtigte, oh. Ja, ich muss eben nur kurz warten, ne? Genau. Da haben wir jetzt diese, Scheiße, ich wollte eigentlich nicht genau sagen, jetzt habe ich das doch gesagt. Fuck. Okay. Also, wir haben hier die Block-XML und ihr seht schon ganz oben da, das Einzige, was ihr da eigentlich machen müsst, ist oben in diesem Bereich Layout-Title,
Da müsst ihr einfach nur entweder euren Sprachstring reinkopieren oder ich war in dem Fall jetzt faul und habe da oben einfach Rezepteanzeigen reingeschrieben. Also mehr müsst ihr da auch gar nicht machen. Das reicht dann schon. In dem Fall habt ihr jetzt schon die Grundlage geschaffen, dass ihr jetzt im Backend in der Menüerstellung auswählen könnt, dass ihr einen eigenen Rezepteanzeigenreiter habt. Und das sehen wir jetzt hier im nächsten Bild. Das sind also unsere neuen Möglichkeiten im Menü. Also ihr seht, wir gehen jetzt auf einen neuen Menüeintragstyp, sagen dann, wir wollen Rezepte anzeigen. Und das heißt, im Endeffekt ist das nichts anderes als eine 1:1-Kopie von dem zwei links darüber stehenden Punkt, nämlich Kategorieblock. Im Endeffekt ist das genau das Gleiche. Das Einzige, die Möglichkeit, die ich mir jetzt dadurch geschaffen habe, ist, dass ich dafür eigene Overrides im Frontend erstellen kann. Das ist der einzige Clou an der ganzen Geschichte, dass ich halt zwei unterschiedliche, 3, 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Listing-Views vom Block machen kann. So, und der nächste geile Punkt, den ich tatsächlich von der Elisa rausbekommen habe, das hat die mir kurz vor der Vortragserstellung noch gesagt, das kannte ich vorher tatsächlich gar nicht. Wenn ihr jetzt bei der Menüpunkterstellung noch auf den Reiter Optionen klickt, dann ist da so ein neues Feld, das nennt sich Layout auswählen. Ich weiß jetzt gar nicht, seit wann das tatsächlich mit dabei ist. Aber da könnt ihr schon dafür sorgen, dass wenn man jetzt auf eurem List View ist und dann auf einen Single Artikel klickt, dass ihr direkt zum Beispiel auf der entsprechenden Seite landet für Rezepte. Früher habe ich das Ganze zum Beispiel mit Page-Klassen gemacht. Das heißt, ich habe dann jeder Seite eine Page-Klasse gegeben und habe dann über eine If-Abfrage gecheckt, welches Template soll gezeigt werden. Das ist natürlich total geil so, weil ihr könnt das jetzt einmal so anlegen und so hat man dann wirklich für alle Inhaltstypen und Entities quasi immer den exakt gleichen Aufbau. Finde ich super geil, kannte ich vorher nicht. Ja, Freunde, ne? Alles kann, nichts muss. Aufbau der Frontend-Templates, also da geht es vor allem erstmal darum, das gucken wir uns jetzt an, wie lesen wir sinnvoll die Custom Fields aus und geben die wieder aus. Dann gucken wir uns einmal an, wie wir eventuell so Helper-Funktionen da einbauen, damit die mit unseren Views nicht ganz so zerfickt sind von PHP-Code, das sieht ja dann vielleicht manchmal ein bisschen blöd aus. Und wir gucken uns an, dass wir alle möglichen Werte, Variablen benutzen, die Joomla uns liefert. Das habe ich ja gerade schon mal gesagt. Also wenn es irgendwie geht, dann versuche ich darauf zu achten, dass ich alles, was an Feldern am Start ist, irgendwie benutze. Zum Beispiel früher, als es die Custom Fields noch nicht gab, war eins meiner Standardfelder, ich weiß gar nicht mehr wieder, ich glaube Notizen oder so, das war auf der rechten Seite. Immer wenn mir irgendwas gefehlt hat, habe ich immer das Notizenfeld genommen und habe einfach per CSS dann vorne das Label umbenannt, sodass der Kunde ein weiteres Feld hatte, wo er irgendwas eintragen konnte. Aber war halt immer nur eins. Danach bin ich dann irgendwann dazu übergegangen und habe die Linkfelder missbraucht, aber irgendwann war das halt alles, du hast das nicht mehr gerafft, weil dann unter Link A stand dann auf einmal Schuhgröße, unter Link B Kleidergröße oder so, versteht ja kein Schwein mehr. Ne? So, ja, und jetzt gucken wir uns an, wie lesen wir die Felder aus? Oh, und da habe ich mir, da hat der Nils Nübel, der da oben sitzt, der hat sich das da bei mir angeguckt und das hier oben, ihr seht früher, wie ich immer meine Felder ausgelesen habe, habe ich Ewigkeiten so gemacht. Und irgendwann hat der Nils halt angeguckt und gesagt, ey Kollege, was machst du denn da für einen Scheiß? Das ist ja voll hässlich. Also heißt, früher scheiße, ist auch wirklich scheiße. Ich gehe jetzt tatsächlich immer hin und erstelle mir vorher ein Array von diesen, für diese Custom Fields und dann lasse ich eine Schleife durchlaufen, wo alle Felder drin sind und weise dann meinem Custom Fields Array einen Schlüssel zu, nämlich halt den Feldnamen und darin dann den Raw-Value dieses Feldes. Und dann seht ihr darunter, ich kann jetzt jedes Custom-Field, ich brauche nicht mehr immer ins Backend reingehen und gucken, ach scheiße, Kohlenhydrate war die ID 17 oder so, sondern ich merke mir jetzt einfach mein Custom-Fields-Array und den Namen des Feldes, dem ich den gegeben habe. Ne, das heißt so Kalorien oder sonst irgendwas. Finde ich tatsächlich sehr schick, weil das Ganze so ein bisschen vereinfacht und ich dann nicht mehr vorher 195 Zeilen zuweisen muss, Field 18 Raw-Value ist Proteine. Also so ist 1000-mal schicker. Bin ich auch sehr dankbar dem Nils, dass er mir das irgendwann gezeigt hat, weil sonst hätte ich wahrscheinlich beim Vortrag das heute noch so gezeigt mit dem Raw-Value. Und alle hätten sich gedacht, boah, der Kollege hätte es aber auch schicker machen können. Ne? So, kommen wir mal zu, boah, ich bin total schnell heute, ich weiß gar nicht wieso. Ich habe letztes Mal eine Stunde gebraucht, diesmal. Ich wollte gerade noch sagen, ihr könnt keine Fragen stellen, weil dafür haben wir keine Zeit, aber ich glaube, wir haben doch Zeit, naja. So, aber kommen wir zu diesen Template-Helper-Dateien. Die sind nicht unbedingt nötig, aber unter Umständen, je nachdem, was ihr da zusammenbasteln wollt, können die zum Beispiel mal ganz hilfreich sein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich hatte bei der Joomla User Group online mal so eine Anfrage bekommen, dass jemand gefragt hat, ey, wie baue ich denn diese JSON-LD-Daten ein, also diese Schema-Daten für Google? Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Und da kam ich dann auf die Idee mit diesem Template-Helper, weil ihr seht jetzt schon, dass auf der rechten Seite in diesem Screenshot seht ihr diese ganzen
Funktionen, die ich mir da so ein bisschen zusammengebimmelt habe. Und die wären sonst natürlich jetzt alle mit im Template drin. Das heißt, also, wir hätten jetzt irgendwann dann so einen View, der irgendwie ein paar hundert Zeilen lang ist. Und das fand ich persönlich nicht ganz so schön. Und deshalb habe ich mir so eine Helper-Datei angelegt. Ihr seht das da auf der linken Seite. Da habe ich dann einfach in dem Artikel-Ordner einen Ordner angelegt, Helpers. Da ist dann eine Datei drin, die heißt Template-Helpers. Und ihr seht, ich habe oben so gelb markiert. Ich inkludiere die Datei einmal, lade dann diese Helper-Datei und dann habe ich die Funktionalitäten, die da drin sind, habe ich zur Verfügung und kann damit dann weiterarbeiten. Und ihr seht, dann macht mir das zum Beispiel einfacher, dass ich jetzt in Zeile, ich glaube 21 ist, da seht ihr das auf der linken Seite, dass ich jetzt da tatsächlich nur noch eine Zeile habe, um die ganzen Objekte auszugeben, während auf der rechten Seite, ich weiß jetzt gar nicht, wie dieses Get-Recipe-Item, das sind dann irgendwie 10 oder 15 Zeilen. Also wenn man das zusammenpackt und mehrere Funktionalitäten braucht, dann wird eventuell das Template ein bisschen unübersichtlich und deshalb bin ich dazu übergegangen, alles, was nicht pure HTML ist, so ein bisschen auszulagern in so einen Helper. Kann man machen, muss man aber nicht. Ihr könnt dann natürlich auch alles so einfach gemischt lassen, aber ich fand es persönlich so ein ganz kleines bisschen schicker. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, nehmen, was man kriegen kann, nämlich zum Beispiel das Verbinden von den Joomla-Tags, also das, was ich gerade schon mal gesagt habe. Ich benutze dann in dem Fall einfach die Tag-Komponente, weil warum soll ich mir was Neues ausdenken? Und benutze jetzt die Tags, um zum Beispiel den Wiki und die Rezepte zu verknüpfen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier in meinem Rezept drin bin und was habe ich da, Himbeere und Backpulver, dann wird jetzt dafür gesorgt, dass automatisch das Wort Backpulver verlinkt wird und in mein Wiki führt, wo man dann den Artikel zum Backpulver lesen kann. Und da zeige ich jetzt im nächsten Beispiel, das ist einfach total simpel eigentlich gemacht, auch wieder mit diesem Template-Helper, indem ich mir in das Item-Objekt erstmal alle Items reinhole, also alle, die Inhalte aus meinem Single-View, da sind wir jetzt ja gerade, ich hole mir alles da raus und dann gehe ich hin und ihr seht das in dieser nächsten Funktion, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so schön ist oder wie auch immer, aber ich gehe halt einfach den Fulltext einmal durch und ich ersetze dann halt alle Wörter, die da mit drin sind und bastel da dann so draus so einen Link. Das ist jetzt halt nur mal so ein kleines Beispiel. Ich musste mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, damit ich das überhaupt mal zeigen konnte. Das ist jetzt nicht unbedingt vielleicht sinnvoll, ne, weil da ist jetzt 100 Mark Backpulver drin verlinkt. Das könnte man jetzt auch noch schicker machen, aber ich wollte halt einfach nochmal so zeigen, das, was ich vorhin halt gesagt habe, wo es eventuell Sinn macht, dann auf Joomla Standardkomponenten zurückzugreifen und diese dann irgendwie für sich nutzbar zu machen und zu verknüpfen. Also ohne, dass man da extra wieder irgendeinen anderen Krams zu installieren muss. Ihr seht das hier, ich habe das dann auch hier nochmal gezeigt, also hier ist jetzt einfach nur nochmal das Beispiel, wie es dann in Aktion aussieht. Ihr seht dann, dieses Wort Backpulver ist verlinkt oder dieses Wort Himbeere. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ich wollte es halt einfach mal zeigen. So, und dann kommen wir nämlich tatsächlich auch schon zu diesen Structured Data für Google, von denen ich vorhin einmal kurz gesprochen habe, was dann auch in dieser User Group online zum Tragen kam. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich dann in mein Template mit eingebaut habe. Und ihr seht auf der rechten Seite schon, was das für eine Kaskade an Klamotten ist, ne, wie viel da drin steckt. Und genau das wollte ich halt eben vermeiden. Da können wir jetzt auch wieder diesen Sprung zu dem Template-Helper machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Zeilen sind das irgendwie. Ach scheiße, habe ich die Zeilen abgeschnitten. Ja, keine Ahnung, ich würde mal jetzt sagen, 50, 60 Zeilen, die stünden jetzt auch im Template drin und wegen diesem Ding, wegen diesem Konstrukt bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, das in so einen Helper auszulagern, weil ich das halt einfach so unübersichtlich fand. Und hier wird jetzt im Endeffekt nichts anderes gemacht, außer diese JSON-LD-Daten, also die benutzt werden, um die Artikel auszuzeichnen, die werden jetzt einfach einmal zusammengefasst und oben in den Head reingepackt. Also ihr könnt euch diese strukturierten Daten auf http://schema.org angucken. Es gibt zum Beispiel welche für ein Rezept oder ihr seht das hier auf dieser Seite auch, glaube ich. Und es gibt halt ein cooles Testtool von Google, wo ihr eure strukturierten Daten reinpacken könnt. Also heißt, wenn ihr die generiert habt, setzt ihr die da einmal rein und könnt euch angucken, was da, was noch fehlt oder so. Und der Clou an dieser Geschichte ist, das wusste ich vorher zum Beispiel auch nicht, also wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben dieses Recipe gut ausgefüllt und wären jetzt eine ziemlich geile Rezepte-Seite, dann mit ein bisschen Glück wäre dann eventuell auf der Google-Seite, auf der Suchseite so ein kleines Karussell am Start, wo dann unsere Einträge schon drin sind. Oder bei dem Kollegen, wo ich das mit ihm zusammen gemacht habe, ging es um so eine Angelseite. Der wollte halt irgendwie Angelmessen darstellen. Und der hat dann wirklich immer unten so ein Rich-Text-Snippet gehabt, wo alle Veranstaltungen drin waren. Also heißt, unter Umständen kann das Einsetzen von Structured Data schon ganz sinnvoll sein. Hat jetzt nicht direkt was mit dem CCK zu tun, aber ich wollte an dieser Stelle halt nochmal zeigen, ja, warum ich überhaupt auf diese Idee gekommen bin mit dem bescheuerten Template-Helper. Ne?
Ja, was dann halt auch noch dazu gehört für mich, sind neben diesen Helper-Dateien oder sonst was auch die Möglichkeit, die hat tatsächlich auch der Nils mir erstmal so ein bisschen näher gebracht. Ich habe das vorher gar nicht so wirklich eingesetzt. Ist jetzt hier vielleicht auch nicht das beste Beispiel, weil da nicht ganz so viel gemacht wird, aber die Joomla-eigenen Layout-Dateien, die ihr auch erzeugen könnt, die sich im Ordner Layouts befinden, die können teilweise auch sehr, sehr hilfreich sein, weil ihr könnt entweder schon fertig benutzen, zum Beispiel dieses Parent Category oder Modify Date. Ihr könnt euch aber auch eigene erstellen und ihr seht das jetzt hier an diesem Beispiel, dass ich diese Basisinfos fürs Rezept, also die Kochzeit, den Schwierigkeitsgrad und so, ihr seht, das ist einfach nur so eine kleine Unordered List und die habe ich jetzt in so ein Layout-File reingepackt mit seinen Funktionalitäten und ihr seht oben in dem anderen Screenshot, dass ich dann einfach diese Layout-Datei aufrufe und dann habe ich da nur noch einen Zeilenaufruf im Gegensatz zu, was sind das, 19 Zeilen oder was? Aber wie gesagt, das ist jetzt hier vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, weil ich glaube, an dieser Stelle hätte ich jetzt nicht unbedingt eine Layout-Datei reingepackt, weil wenn ich was dran ändern will, muss ich erstmal wieder über 25 Dateien suchen, wo ist das alles? Das heißt, ich glaube, so eine Layout-Datei hätte ich dann eingesetzt, wenn irgendwie ein bisschen mehr zu tun ist oder ja, mir fällt gerade jetzt nichts genau ein, wo ich das hätte jetzt nochmal so machen können. Ich wollte hier nur mal ein einfaches Beispiel zeigen, wie man diese Dateien einsetzen kann, also als Alternative zu diesem Template-Helper. Ups. Ich bin gerade, habe ich es vergessen? Nee. Entschuldigung. So. Okay. Ja, jetzt haben wir zumindest so eine Grundlage schon geschaffen. Also das heißt, wir hätten jetzt unsere Block-XML angelegt und so weiter und so fort. Das heißt, der Kunde hat jetzt eine eigene Eingabemaske für seine Rezepte, für sein Wiki und für den ganzen anderen Krams. Und warum ich überhaupt auf diesen ganzen Krams gekommen bin oder warum ich das gemacht habe, war, dass damals, wenn ich Joomla-Seiten an irgendwelche Kunden abgegeben habe, ich kann mich zum Beispiel an eine Kundin, so eine Pferdekundin aus Norddeutschland erinnern, und die hat die Seite bekommen und die hat mich danach alle 3 Tage angerufen. Wie kriege ich ein Bild nach links? Wie kriege ich das nach rechts? Und ich war irgendwann so frustriert, weil die halt auch immer wieder darüber gemeckert hat und gesagt, das ist total unübersichtlich. Also ich habe mich tatsächlich irgendwann, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich gesagt habe, was kann ich denn jetzt dafür? Joomla ist halt so, wie es ist. In dem Moment, da wusste ich es auch noch nicht besser. Aber daraus resultierte für mich dann irgendwie so die Überlegung in den letzten Jahren, dass ich da immer drauf geachtet habe. Also Frontend ist natürlich auch wichtig und das, was der Kunde am Ende sieht. Aber für mich ist in erster Linie beim Aufbau so einer Internetseite daran, wo ich am meisten denke, ist, wie benutzen die Redakteure den Krams hinter? Wie kommen die damit klar und wie finden die sich am besten zurecht? Und das war auch der Grund, warum ich überhaupt damals mit CCKs angefangen habe. Also ich weiß noch zum Beispiel, so eine kleine Anekdote, ich habe damals eine ganze Zeit lang, als es noch nicht möglich war, Administrationsmenüs in Joomla zu erstellen, habe ich tatsächlich manchmal das Zplot nur draufgeknallt, damit ich die Möglichkeit hatte, ein Admin-Menü zu machen. Da bin ich auch noch nicht drauf gekommen, dass ich das ja einfach so ins Template hätte einbauen können. Das heißt, ich habe manchmal Zplot nur deshalb installiert. Oder ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der war wirklich zu blöd, das Eingabeformular von Joomla zu benutzen. Dann habe ich gedacht, ach, weißt du was, wenn das so ein Idiot ist, dann nehme ich jetzt einfach Zplot, dann baue ich dem eine Eingabemaske mit Titel und Beitrag. Ja, und damit kam der klar. Und das war teilweise der Grund, warum ich damals überhaupt Zplot eingesetzt habe. Und um jetzt die Brücke wieder in die heutige Zeit zu kriegen oder jetzt zu diesem CCK, jetzt sind in Joomla alle Werkzeuge an der Hand, die ihr braucht, um genau, ich sag mal jetzt quasi diese Funktionsweise, die ich mit Zplot dann immer abgebildet habe, um die dann mit Joomla 1:1 genauso nachzustellen. Und das heißt, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, wir sind jetzt also hingegangen und haben dafür gesorgt, dass der Kunde jetzt möglichst seine Rezepte, seine Wikis und sowas alles in einem Look and Feel befüllen kann. Jetzt haben wir aber immer noch das kleine Problem, dass der Kunde im allerschlimmsten Fall dann sagt, ist aber immer noch zu unübersichtlich, jetzt finde ich mich nicht zurecht. Und deshalb lege ich immer Administrationsmenüs für den Kunden an. Das heißt, also ich gehe erstmal hin und lege so eine Usergruppe an ohne Berechtigung. Die ist dann einfach public und dann gebe ich dir nach und nach die Berechtigung, die brauchen. Und nur diese Usergruppe bekommt dann dieses Administrationsmenü angezeigt. Ich weiß gar nicht, ob man das hier schon irgendwo sieht. Nee. Aber das wäre dann oben mit in dieser Navbar mit drin und würde dann in dem Fall einfach Redakteursmenü heißen. Und ihr seht auf der rechten Seite, dass ganz, ganz viele andere Menüeintragstypen dazugekommen sind. Also jetzt bewegen wir uns hier im Backend und erstellen ein Backend-Menü. Und ihr seht natürlich, logischerweise unterscheiden sich die Punkte, die man dort auswählen kann, ganz klar vom Frontend. Tatsächlich muss ich sagen, wenn ich das aufgebaut habe, habe ich
aber noch nie was anderes benutzt außer System-Links-URL. Ich habe die anderen alle schon mal angeklickt und dachte, ach geil, cool, aber habe ich nie benutzt. Ich nehme immer System-Links-URL, weil dann kann ich mir das irgendwie selber zusammenpörpeln, was ich da reinsetzen möchte. Und und das wäre jetzt zum Beispiel das Erste, das, was ich gerade gesagt habe. Also wir erinnern, wenn ihr noch ganz am Anfang sagte ich ja, wenn ich dann hingegangen bin und jetzt irgendwie 3000 Artikel drin habe, 500 Autos, 600 Fahrräder und 70 Menschen, dann mag das unter Umständen in dieser Beitragsliste erstmal ein bisschen beschissen aussehen, weil es ja ganz schön viel. Klar kann ich dann halt filtern, aber die Frage, die dann von den Kunden direkt kommt, kann ich das nicht irgendwie machen, dass ich nur die Rezepte angezeigt bekomme, ohne dass ich da die Filter auswählen muss? Und da ist jetzt halt auch total geil, das habe ich tatsächlich beim Peter Martin mir geklaut in einem Vortrag auf dem Joomla Day dieses Jahr in Österreich, nämlich, dass man die Filter schon vorher beeinflussen kann. Ihr seht, also ich habe das hier so einmal markiert, also ich habe jetzt da tatsächlich einfach einen neuen Menüeintrag erstellt mit einer URL, ruft dann halt auf index.php.com-content und view, also das, was ihr alles schon kennt, also genau der Link, den ich habe, wenn ich mir alle Beiträge anzeigen lassen möchte. Und dann habe ich einfach am Ende und filter-category-id mit der jeweiligen ID dahinter gehangen. Also in dem Fall ist das jetzt die ID für die Rezepte. Das heißt, also ich sage jetzt einfach einen Link Rezepte anzeigen und würde jetzt sofort vorgefiltert nur die Rezepte angezeigt bekommen. So, und wenn ich jetzt dann quasi sage, alle Autos anzeigen, würde ich genau denselben Link kopieren mit der Auto-ID, der Kategorie-ID wahrscheinlich dann 11 und hätte dann die Möglichkeit, dem User im Backend tatsächlich gefiltert alle Autos ausgeben zu lassen. Das ist aber dann wirklich nur, also da sind dann oben die Filter schon vorausgewählt halt. Ne? Also das ist genau das Gleiche, was ihr sonst machen könnt, wenn ihr im Backend unterwegs seid und euch die händisch filtert. Und jetzt sind die dann halt schon mal vorab gefiltert via einfach diesem Code. Und was auch noch total geil ist, ich habe diese Frage nämlich kürzlich, als ich den Vortrag vorbereitet habe, habe ich die Frage in der Joomla User Group online gestellt und damals wusste das erst noch keiner. Und ein paar Tage, bevor ich dann irgendwie los musste, hat mir jemand tatsächlich in der User Group nochmal geschrieben. Also meine Frage war, ob man, also einerseits die filtern kann, aber ob ich es jetzt auch noch machen kann, dass ich direkt sagen kann, ich will nur ein neues Rezept anlegen. Also ich will den User direkt in das entsprechende Formular leiten. Weil aktuell wäre es ja immer noch so, dass wir sagen, neuer Beitrag, Beitrag anlegen, bekommen dann das Formular und würden unseren Inhaltstyp jetzt über die jeweilige Kategorie erstmal festlegen. Das heißt also, ich meine, es ist nur ein beschissener Mausklick, aber trotzdem müsste ich den User dazu zwingen zu sagen, ich will ein Rezept machen, oh, jetzt muss ich auf jeden Fall auf der rechten Seite erstmal die Kategorie umstellen. So, und da hat, ich glaube, der Sven Jessing war es, der mir das gesagt hat. Es gibt nämlich da jetzt auch noch eine total geile Sache, die ich halt vorher nicht kannte. Nämlich, jetzt haben wir das Beispiel Rezept anlegen. Wir haben eigentlich im Endeffekt wieder fast genau den gleichen Link, nämlich einen, um das Artikel-Anlegen-Formular aufzurufen. Und wir hängen jetzt da einfach wieder dran die Cut-ID, also und Cut-ID gleich 10, also wieder unsere Rezepte, und sagen dann Layout-Edit. Und wenn wir diesen Link jetzt an Rezept anlegen und da draufklicken, kommen wir halt direkt in das entsprechende Formular für ein Rezept. Und ich finde, das macht das für die User dann tatsächlich sehr, sehr einfach, weil die dann gar nicht mehr so großartig wirklich rumsuchen müssen oder so, weil du kannst denen dann in einem so einem Admin-Menü quasi alles direkt vorbereiten. Das heißt, dann kommt selbst der Blödeste da irgendwie mit klar. Also bisher, ich hatte das, seitdem ich das jetzt so gemacht habe, habe ich tatsächlich relativ selten nochmal Nachfragen von irgendwelchen Kunden gehabt, weil ich gehe dann tatsächlich auch immer hin und schalte denen alles andere weg. Die können dann auch nichts anderes mehr. Die können weder updaten noch sonst irgendwas. Die sehen nichts mehr, außer ihr beknacktes Menü. So, aber, ach genau, ja klar. Ja, jetzt haben wir natürlich dann diese Menüklamotten angelegt. Ich denke mal, die meisten von euch werden das kennen. Allerdings will ich ja versuchen, dass alle mit diesem Vortrag ein bisschen was anfangen können. Das heißt also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr legt ein Administrator-Modul exakt 1:1 genauso an, wie ihr es im Frontend auch machen würdet. Ihr wählt also einfach dann oben in diesem Dropdown halt anstatt Zeit, wählt ihr Administrator. In unserem Fall jetzt, weil wir ein Menü darstellen wollen, sagt ihr Navigation, Administrationsmenü und wählt dann dort jetzt dieses Redakteursmenü aus. Und bei dem ISIS-Template ist das, glaube ich, immer die Modulposition Menü. Aber die könnt ihr euch auch alle anzeigen lassen. Ihr könnt den Krams auch ganz woanders darstellen. Also ihr könntet theoretisch gesehen auch, wenn ihr also zum Beispiel jetzt auch dieses Dashboard-Prinzip nachbilden und sagen, ach komm, ich setze den ganzen Krams in irgendein Modul rein und mache dem Kunden direkt so Quick-Buttons. Das ist
letzten Endes Jacke wie Hose und liegt dann an euch, wie ihr das Backend für euren User oder für euren Kunden gestalten wollt. Und ihr seht jetzt gerade hier, ne, jetzt ein bisschen durcheinander, die Folie hätte eigentlich woanders hingehört. Ihr seht jetzt halt hier eben diesen Vorteil, wenn ich das Ganze schon vorgefiltert aufrufe. Also ihr seht da oben dieses Redakteursmenü, von dem ich die ganze Zeit gesprochen habe. Wir klicken jetzt auf Rezepte anzeigen und ihr seht schon, im Endeffekt genauso wie man es kennt, mit dem einzigen Unterschied, oben in der Filterung ist Rezepte jetzt schon vorausgewählt. Ne? Also mehr ist es eigentlich nicht, aber halt alles komplett auf Joomla-Basis. Ja, und ich sehe jetzt gerade, das war auch keine Folie mehr. Ja, hat ja geklappt. Habt ihr Fragen? Ich hätte eigentlich noch so eine Abschlussseite machen müssen, aber habe ich irgendwie nicht. Ach so, genau, ich muss die Frage wiederholen, ja. Ach so, ja, ja, klar, genau, also Sigrid sagte gerade, wenn diese Filterung jetzt schon eingestellt ist und ich jetzt oben auf einen neuen Beitrag klicken würde, dann wäre der schon direkt vorausgewählt, auch als wie Rezepte, also quasi im Endeffekt genau dasselbe, was ich gerade schon einmal gezeigt habe. Was fand ich halt tatsächlich auch gut, aber ich wollte halt trotz allem einen Button haben, der direkt heißt Rezepte anlegen, wobei im Endeffekt das, was am Ende rauskommt, ist natürlich das Gleiche, ne? Also ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn es diese Möglichkeit nicht gegeben hätte, zu sagen, Layout Edit, dann hätte ich das wahrscheinlich dem Kunden auch so erzählt, ey, pass mal auf, wenn du ein Rezept anlegen willst, dann geh auf Rezepte anzeigen, lass dir die filtern und erstell dann einen neuen Beitrag. Aber so finde ich es trotzdem geiler, weil dann kann ich den User direkt dahin schicken und muss dem nichts irgendwie erklären. Achso, ich sollte vielleicht auch mal hingucken, ob einer was fragt. Aber sind keine Fragen mehr, oder? War das denn soweit klar? Konntet ihr, ja? Ich habe noch so eine ganz bescheuerte. Also ich habe das, was du da machst, auch gemacht, weil ich ganz oft immer selber machen muss für so eine Seite. Komm dann ins Menü, neuen Artikel anlegen, bin da drin, aber ich möchte gerne in die Code-Ansicht und das kriege ich nicht hin. Ich komme mit meinem Link immer nur dahin, muss dann immer noch auf Code-Ansicht klicken. Hat einer einen Tipp, wie ich das auch noch wegkriege? Also, Artikel editieren und dann komme ich direkt auf den Tiny oder den JCI? Auf den JCI muss ich gestehen und da gibt es eine schöne Code-Ansicht, so mit Farbe und so. Also habe ich gerne direkt hinkommen, weil da muss ich eigentlich hin. Okay. Ja, also okay, ich versuche die Frage mal eben so ein bisschen abzukürzen. Besteht die Möglichkeit, über so einen Edit-Link direkt in die Code-Preview-Ansicht zu gehen? Also nicht den Tiny oder den JCI im Front anzuzeigen, sondern direkt den Code-View? Ja, muss ich direkt sagen, weiß ich nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass das funktioniert. Ich muss aber dazu sagen, ich habe an diesem ISIS Template Override echt lange rumgefuhrwerkt. Also ich habe jetzt auch mitbekommen von dem Backend-Template-Team, dass das gar nicht so einfach ist, dass zwar viele Ideen da sind, aber das Backend-Template teilweise an vielen Stellen so komplex ist und Funktionalitäten da sind, dass das gar nicht so einfach ist, das mal eben so umzumörpeln. Und ich muss sagen, ich habe nur für dieses Felder-Ding, habe ich glaube ich irgendwie 2, 3 Tage dran gefummelt, bis das endlich lief. Ich vermute mal, aber dass das auf einem ähnlichen Wege auch genauso laufen würde. Also ich würde versuchen, einfach irgendwie, so habe ich es bei mir gemacht, ich habe... Genau, und ich hätte das jetzt dann auch so nochmal gemacht mit dem ISIS, dass ich wahrscheinlich, die sind ja immer in so Reiter aufgeteilt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie das war, ich glaube, die stecken in so einem Array und ich habe das bei mir dann einfach gemacht, weil ich den, sag jetzt nur mal als Beispiel, diesen Felderreiter nicht aktiv entfernt bekommen habe und dann bin ich einfach hingegangen und habe ich habe das in dem Backend-Template gemacht, dass ich an der Stelle einfach den Wert im Array auf einen leeren String gesetzt habe und dann verschwindet der ja. Und so ähnlich würde ich es wahrscheinlich da auch machen und dann sagen, ach, weißt du was, ich entferne einfach die ganzen Reiter da oben, wenn das irgendwie möglich ist, oder blende die aus. Also irgendwie so ein, sag mal, ohne jetzt jemanden zu diskreditieren, so einen polnischen Trick würde ich da, glaube ich, anwenden wollen. Ja, vielen Dank euch, ne?